Ja, herzlich willkommen und einen schönen Abend vorm Fußball, wie ich gehört habe. Ich bin ja leider kein Fußballfan, deshalb weiß ich das nur vom Hören sagen. Wir sind heute wieder in der Lit Lounge, in der Sabrinas Lounge. Mein Name ist Sabrina Fox und ich freue mich wirklich ganz besonders, eine wirklich tolle Frau hier begrüßen zu dürfen, Dorothea Röhrig. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr. Dorothea hat ein großartiges Buch geschrieben und das heißt Die fünf magischen Momente des Lebens. Und dieses Buch, so sieht es aus, wenn Autoren andere Autorens Bücher lesen. Und das war so lustig, weil wir haben uns heute zum Mittagessen getroffen und dann hast du mir mein Buch gezeigt. Da habe ich auch ein kleines Geheimnis rausgezaubert, nämlich das ist Sabrinas Buch. Und so haben wir unsere Notizen gemacht. Genau, das finde ich sehr lustig. Also man sieht quasi, wir haben schon Unmenge an Gemeinsamkeiten eigentlich entdeckt. Das ist wirklich wahr, ja. Und wir reden ja über Selbstliebe in dieser Serie und natürlich in deinem Buch schreibst du ja auch sehr viel drüber. Offensichtlich fiel es dir nicht leicht von Anfang an, diese Selbstliebe. Ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb ich das Buch geschrieben habe, dass ich auf dem Weg dahin versucht habe, eben zu diesen Momenten zu kommen, wo man wirklich Selbstliebe empfinden kann. Das war ein ganz starker Wunsch von mir und diese magischen Momente sind ja der Ausdruck von Selbstliebe, so verstehe ich es auf jeden Fall. Du hast ja beschrieben, dass man im Leben, in jedem Leben von uns, dass es da magische Momente gibt, also Momente, wo man weiß, da passiert jetzt gerade was, das der Verstand nicht wirklich erklären kann. Und du bist ja auch so ein Verstandesmensch, auch natürlich auch mit vielen Emotionen, aber doch auch so ein bisschen, ich liebe meinen Verstand auch, aber schon so ein bisschen logisch muss erklärt sein und ja, ich bin so auch erzogen worden. Ja. Nicht? Also das war in der Familie schon so, dass der Verstand über allem war. Lies erst mal, bevor du mit diskutierst. Mhm. Also man traute sich und seinem Gefühl ja nicht wirklich. Dann ging das natürlich in der Ausbildung, in der Schule und so weiter immer noch weiter in die Richtung, dass der Verstand halt sehr wesentlich ist. Und in mir war immer so eine Stimme, die ich natürlich überhört habe, zunächst überhören musste auch. Aber wo ich doch irgendwann merkte, also da ist mehr und da ist eine Intuition, die ich gar nicht so greifen kann, aber irgendwas ist da, wo ich um mich weiß, was der Verstand nicht so druckfähig sagen kann, sagen wir mal so. Ja. War das bei dir so, dass in meiner Familie war es so, dass die Gefühle wurden ja nicht richtig akzeptiert. Also wenn ich meine Mutter fragte, wie geht's dir, weil sie es offensichtlich nicht gut geht, sagte sie mir, mir geht's gut. Und daraus lernte ich dann, ich kann meinen Gefühlen nicht vertrauen, weil meine Mutter lügt ja nicht. Also offensichtlich stimmt was mit mir nicht. Gab's da so ähnliche Sachen bei dir? Ja, also ich würde jetzt ungern zu persönlich werden, aber natürlich war das der Tenor der gesamten Zeit, glaube ich, auch, in der wir groß geworden sind. Ja, dass man seinem Gefühl nicht so traute. Ich habe meine Mutter jetzt vor ein paar Monaten verloren und bin etwas auf der Spurensuche im Moment und schaue so, wer war sie eigentlich wirklich, versuche auch mit Menschen zu sprechen, die ihr sehr nahe standen. Und ich bin ganz erstaunt, wie wenig. Ich habe neulich gerade mit einer Freundin von ihr gesprochen und ich weiß, die haben sich fast jeden Tag gesehen, aber so wirklich das Innerste nach außen gekehrt haben sie nicht. Das war nicht die Zeit. Ich glaube, wir sind da eine Generation weiter, eine Generation privilegierter auch und haben dafür mehr Möglichkeiten, uns auszudrücken. Das war doch sehr gepanzert damals und sehr vorsichtig. Also da sollten wir, glaube ich, auch gerecht sein. Ja, da waren nicht so viele Chancen, wie wir sie heute haben, das denke ich. Es war natürlich auch die Kriegsgeneration. Ich meine, die wollten schnell vergessen, die wollten weitermachen, die wollten das Leben neu aufstellen. Und wir waren ja so die Aufräumgeneration, glaube ich. Die heile Welt war unglaublich wichtig und die sollte vor allen Dingen nach außen heil sein. Ja. Alles andere wurde verdrängt und das hat, glaube ich, in unserer Generation dann auch dieses Gegenteil irgendwann ausgelöst, dass wir auf die Straße sind oder auch gesagt haben, also wir wollen uns ausleben, austoben, was alles so dazugehört, um seine Gefühle irgendwie rauszulassen. Ja, und auch diese Wahrheit, das rauszufinden. Also ich habe so ein Wahrheitssuchgen entwickelt. Was passiert eigentlich wirklich und wie empfindet man wirklich, also so diese Suche? Absolut, kann ich sehr gut, ja, das Buch ist ja
Das Ergebnis einer Suche, ja. Also nicht mehr in jungen Jahren, in sehr viel älteren Jahren, aber dennoch bleibt das Leben spannend, egal wie alt man ist. Und ja, so kam es ja auch dazu. Das ist dein erstes Buch. Du bist ja Journalistin, du warst Chefredakteurin. Du hast ja nun wirklich unglaublich viel gemacht in deiner Arbeit. Wie war das für dich, quasi die Seite zu wechseln? Also plötzlich jemand zu sein, über die du früher berichtet hast, jetzt bist du diejenige, über die man berichtet? Ja, das ist ein sehr spannender, da bin ich mittendrin. Ja, also auch diese Sendung ist durchaus sozusagen ein Seitenwechsel. Ich denke, es ist ganz aufregend, ich fühle es. Ich denke, das ist schon wieder von vorgestern. Nein, ich fühle es sehr aufregend, also für mein Buch einzustehen, für das, was ich geschrieben habe. Ich habe wirklich, das Buch ist mein Herzstück. Ja? Und ich stehe jetzt da, in gewisser Weise symbolisch gesehen nackt und habe mir da also was von der Seele geschrieben, was nun für möglichst viele Leser lesbar und vielleicht auch spürbar sein sollte. Und natürlich, wenn man ein Magazin macht und einmal im Monat ein Magazin rausbringt, dann hat man ein Team. Und ich bin zwar offiziell, nominell verantwortlich für den Inhalt und manchmal auch ein bisschen für die Zahlen und die Anzeigen, aber es ist letztlich alles Teamwork. Und dahinter kann man sich auch ganz gut verstecken. Ja? Ich bin dann eben doch eingebettet in ein Team und nicht so angreifbar. Und jetzt finde ich schon diese Erfahrung mit dem Buch, nicht, dass ich angegriffen werde, aber für mich selber das Gefühl, ich stelle mich hin und präsentiere etwas von mir und bin unglaublich dünnhäutig. Das merke ich. Also das ist ein Prozess, das ist interessant. Du hast ja ein bisschen geschrieben, wie deine Familie so darauf reagiert hat. Einer in deiner Familie hat eben gesagt, müssen wir uns jetzt warm anziehen. Also die Sorge, dass man als dann doch anfangen etwas wollte zu schreiben. Genau, ja. Und als ich das so durchgesprochen hat, dass ich ein Buch schreiben werde, da war die Skepsis groß, sage ich mal so. Mhm. Ja. Also wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich es meiner Mama vorgelegt. Und dann sagte sie, ob ich denn bitte warten könnte, bis sie tot sei. Weil ich geschrieben habe, dass mein Vater Alkoholiker war. Mhm. Und das wollte sie nicht veröffentlicht haben. Ja. Und es war für sie extrem schwer, da plötzlich in einem gedruckten Zustand, ich habe das sehr charmant formuliert, also so charmant, wie man das halt formulieren kann, wenn der Vater Alkoholiker ist, aber eben versucht, aber es war schon schwierig für die Familie auch, weil wenn man sich mitteilt, teilt man ja auch alles andere ein bisschen mit. Ja, genau so. Also ich bin ganz froh, ich habe meiner Mutter vor ihrem Tod noch das Vorwort vorgelesen. Mhm. Weil ich dachte, dass ich wusste nicht, dass sie sterben würde und habe ihr das vorgelesen. Und ich dachte, das ist so gehalten, damit kann sie vielleicht eine Idee bekommen, weil ich wusste irgendwie, sie wird das Buch nicht lesen. Das wusste ich. Ja. Und so bin ich jetzt ganz rund, dass ich sage, sie weiß das Vorwort und in dem Vorwort steht ja auch schon viel von meinem Anliegen. Und insofern ist alles gut und Wie würdest du denn das Anliegen jetzt so zusammenfassen in ein paar Sätzen? Was war dir das Anliegen? Also ich weiß es, weil ich dein Buch gelesen habe, was ich sehr schätze. Also das Anliegen ist sicherlich Menschen, die das Buch lesen und die Zugang haben zu ihrer Gefühlswelt, berührbarer zu machen, noch berührbarer zu machen und Menschen, die wenig Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben, mit einem Impuls, einem Aha-Effekt, wie immer du das nennen willst, aufmerksam zu machen und zu sagen, ja, es gibt mehr und es gibt die Möglichkeit, mir selber auf die Spur zu kommen und im Grunde mit mir selber in Kontakt zu kommen. Weil das ist ja das, worum es wirklich geht. Die magischen Momente sind für mich wirklich ein Weg und ein Geländer, um mit mir in Kontakt, mit mir selber wieder in Kontakt zu kommen. Hattest du dich denn verloren? Ich glaube ja. Also da war sicherlich durch diese ganz strenge Taktung und diese viele Arbeit, die ich am Schreibtisch oder auch auf Reisen und in Terminen immer hatte, war sicher so das Gefühl bei mir, ich rase so auf der Autobahn irgendwo dahin, weiß nicht genau, wohin ich eigentlich will, woher ich komme, weiß ich auch schon nicht mehr und
wo ist eigentlich mein Anker? Wo bin ich verankert? Und dieses Gefühl, glaube ich, kennen viele Menschen. Also ich meine, im schlimmsten Fall endet es im Burnout oder auch in der Depression. Das wissen wir alle, darüber lesen wir alle. Und ich will nicht sagen, dass ich so weit war, aber ich war erschöpft, das stimmt schon. Und habe immer wieder so versucht, mich sozusagen zu verorten und durch dieses Buch und das Rausnehmen aus dem Alltäglichen ist mir das dann wieder gelungen und das ist sehr hilfreich. Du schreibst ja von 5 magischen Momenten. Mhm. Wie bist du auf die Zahl 5 gekommen? Diese 5 ist eine ganz persönliche Zahl. Es ist aber auch eine sehr schöne Zahl, weil die 5, wie ich dann auch in der Recherche ein bisschen sozusagen finden konnte, ist eine Zahl, die aus geraden Zahlen, ungeraden Zahlen, 2 und 3 ist gleich 5, also auch eine Balance. Dann 5 Freundebücher habe ich gelesen, die 5 Tibeter. Also die 5 ist eine sehr, sehr, die 5 Weisen in der Wirtschaft. Also es durch die ganze Gesellschaft immer wieder kommt die 5, taucht auf. Aber die 5 ist für mich eine ganz persönliche Zahl. Ich habe 5 Momente ausfindig gemacht in meinem Leben. Und das möchte ich auch nochmal sagen, die magischen Momente sind ja für mich Momente, in denen sich das Leben wirklich in Sekunden verändert und in Sekunden dreht. Und diese, das muss nicht dramatisch sein, das muss, kann auch ganz im Inneren stattfinden, aber von diesen Momenten habe ich 5 entdeckt. Mhm. Es kann sein, dass der Leser 20 entdeckt oder auch nur einen. Auf jeden Fall kommt er durch diese Momente mit sich in Kontakt. Und das ist so wichtig. Du hast ja auch so schön beschrieben, was ich auch so treffend fand, weil dass bei magischen Momenten ja die Zeit irgendwie stehen bleibt. Die Zeit wird irgendwie aufgehoben. Es geht so ein bisschen so in Zeitlupe. Plötzlich empfinde ich mich dann in so einem luftleeren Raum, wo alles still ist um mich herum und wo ich weiß, das ist es jetzt. Ja. Und auch ohne Zweifel. Ja, das ist ein Phänomen. Also dieser Zeitstillstand ist tatsächlich, ich habe ja mit vielen auch Experten über mein Vorhaben gesprochen. Und die hast du ja interviewt, die stehen ja auch im Buch. Genau. Und der Hirnforscher in Freiburg sagte mir, ja, weil in magischen Momenten, wenn wir sehr präsent sind, sehr offen sind, dann sind alle körperlichen Funktionen auf Hochtouren. Mhm. Ja? Und dadurch automatisch verlangsamt sich das Leben draußen. Also ich bin innerlich total geladen und außen, klar, wird alles langsamer. Und das Schöne auch ist, dass er sagte, je mehr magische Momente, je mehr Aufmerksamkeit wir unserem Leben schenken, desto mehr Zeit haben wir eigentlich, desto intensiver leben wir. Mhm. Also intensives Leben ist immer ein lange, gefühlt längeres Leben. Das finde ich sehr schön. Man kann das gut nachempfinden, zum Beispiel im Urlaub. Die erste Woche vergeht unheimlich langsam, weil es sind so viele Eindrücke und man erlebt so viel und denkt man, Wahnsinn, ja. Und in der zweiten rast die Zeit, ja, weil man kennt es halt schon. Ja. Also Routine verkürzt die Zeit und Neues, neue Erfahrungen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit verlängert die Zeit und das finde ich auch eine ganz gute Nachricht. Ja. Ich habe manchmal so Tage, wo ich mich bemühe, also nichts zu tun im Sinne von aufräumen oder arbeiten oder so. Und dieser Tag ist ewig lange. Ja, also genau. Ich schaue auf die Uhr und ich denke mir, erst 11, weil es fühlt sich eigentlich so an, wie es wäre es 8 Uhr. Also plötzlich sind die 24 Stunden ewig lang wie 3 Tage. Ja. Auf der anderen Seite fällt mir auch oft aus, wenn ich etwas tue, was mich schwer begeistert, also jetzt zum Beispiel Bildhauern oder wenn du schreibst wahrscheinlich auch, plötzlich vergeht die Zeit dann auch wieder rasend schnell und du denkst ja, wieso ist jetzt schon Abend, ich habe mich doch gerade erst hingesetzt. Ja, das ist diese Selbstvergessenheit, das ist dann dieser Flow, in den wir kommen können und der dann wirklich den gesamten Zeitrahmen sprengt. Mhm. Ja. Also es gibt schon erstaunliche Dinge in unserer Seele zu finden. Ja. Absolut. Wenn du dir deine magischen Momente anschaust, gibt es denn einen, den du uns vielleicht beschreiben möchtest? Vielleicht, der 4 Jahre zurückliegt und der mich von München nach Hamburg katapultiert hat. Der Moment, als mein
heutiger Mann mir einen ganz banalen Satz sagte, nämlich, würden Sie meiner Frau bitte die Waschräume zeigen? An diesem Satz ist wirklich nichts dran, außer dass er mein Leben verändert hat. Und also er hat den Satz jemand anders erzählt. Er hat den Satz einem Portier im Hotel gesagt, weil ich in einer gewissen Not war, die er erkannt hat. Und dieser Satz hat bei mir so getriggert, dass ich nach 40 Jahren München verlassen habe, dass ich meine Familie vor den Kopf gestoßen habe, dass ich meine Freunde vor den Kopf gestoßen habe, dass ich in Hamburg völlig neu gestartet bin mit einem neuen Mann und eine Ehe auch verlassen habe, muss man auch sagen. Und das war sicherlich auch der Punkt, wo ich immer wieder so drüber nachdachte, was war das? Wie kann das in deinem Leben nicht mehr ganz jung, nämlich mit 60, passieren, dass du über einen Satz derartig, dass der dir so vor dem Bug steht, dass alles andere sozusagen plötzlich sich verändert und vergessen wird. Das war schon gewaltig, das war ganz groß und ich habe jetzt das schönste Leben, was ich mir vorstellen kann und vor allen Dingen die größtmögliche Liebe und ein weites Gefühl, so wie ich es noch nie in meinem Leben hatte. Das ist so. Und es war ihm dieses Wort, meine Frau, er war noch nicht verheiratet, ihr wart nicht zusammen, er nannte dich seine Frau mit einer Selbstverständlichkeit, die dann bei dir was angetriggert hat. Ja, das war es sicherlich. Ich habe auch im Buch darüber ein bisschen nachgedacht dann, also mit mir selber nachgedacht, was kann es gewesen sein. Es war dieses, meine Frau, das hatte für mich etwas, ich war immer jemand, der sehr selber die Dinge in die Hand genommen hat und ein bisschen so immer viel Muskeln irgendwie auch hat spielen lassen müssen zum Teil auch. Und plötzlich kam da so eine Wolke von Fürsorge, von Schutz auch, von aber auch Erkennen, was ich gerade brauche. Mhm. Ja? Und so eine, ich sag mal einfach so eine Männlichkeit, die ich wohl vermisst hatte, obwohl es mir nicht wirklich bewusst war. Und das ist auch das Erstaunliche. Es war wirklich, also der magische Moment kommt wirklich unerwartet und ungeahnt und macht plötzlich Stopp mit allem, was war. Und es kommt dann zum, wie ich es auch in einem Kapitel genannt habe, zum Point of No Return. Ja. Also man kann nicht kein anders Zurück. Als so, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück. Wenn die Intuition so klar ist, gibt es kein Zurück. Das Schöne ist ja an der Intuition, dass sie sich, wenn sie sich meldet, meldet sie sich. Ja. Und wenn man aufmerksam ist, und manchmal braucht es auch noch ein bisschen Mut dazu, dass man dann sagt, okay, das probiere ich jetzt trotzdem auch. Und wenn man es dann macht, ist es eigentlich, läuft es auch. Man muss nur dann wirklich diesen Moment, diesen Punkt, wo du sagst, es gibt kein Zurück, dann auch wirklich gehen. Und das hast du ja gemacht. Ja, und ich glaube, man muss Platz machen für die Intuition. Ja, weil sonst, ich glaube, wir erleben ganz viele Momente im täglichen, die wir, sag ich mal, die sich magisch entfalten könnten, aber die wir nicht wahrnehmen. Ja. Ja? Weil wir im Wesentlichen beschäftigt sind mit Überleben, sag ich jetzt mal. Ja? Mhm. Mit dem Alltag, also von morgens bis abends schon mal und dann irgendwie noch möglichst gut durch die Nacht kommen und am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Und es ist das Überleben, was uns vor allen Dingen beherrscht und das Erleben kommt ein bisschen zu kurz. Ja. Und das ist auch die Gefahr und dagegen möchte ich ein bisschen mit dem Buch angehen, dass wir auch ins Erleben kommen und nicht nur sagen, also am Ende des Tages habe ich alles erledigt, aber ich habe eigentlich überhaupt nichts erlebt und so ist es ja häufig. Ja. Ich kenne ja diese To-Do-Listen, die kennen wir ja alle, wo du dann durchstehst und am Abend manchmal denkst, oh Gott, jetzt habe ich von meinen 10 auf der Liste gerade mal 3 geschafft. Und das hat ja aber auch was mit Selbstliebe zu tun, dann auch liebevoll zu sagen, ich habe mich bemüht, so viel ging gerade. Ja, also das war das und dafür habe ich vielleicht irgendwie eine Begegnung gehabt und habe einen Spaziergang gemacht und war auf einer Parkbank und habe irgendwie jemanden getroffen, der mein Herz berührt hat. Ja, das ist ja. Also ich merke schon, dass mir das immer noch sehr schwer fällt, also dieses Pflichtbewusstsein ist schon sehr in mich eingegraben, als Kind schon eingegraben worden. Und dieses, eigentlich müsstest du doch was, hast du nichts zu tun, kannst du nicht mal das und das machen. Da muss ich schon immer sehr aktiv dagegen arbeiten. Also wirklich dann sagen, nein, jetzt gehe ich raus, nein, jetzt mache ich das. Hast du das auch, dass du aktiver dagegen
also das mehr auf die Vorderseite schieben musst und das andere mehr auf die Rückseite? Ja, habe ich sehr stark gehabt, vor allen Dingen auch in meinem Beruf, ganz klar. Und ich bin auch heute noch so, dass ich also ganz gerne, sage ich mal so, auch das Private in Ordnung halte, sagen wir mal so. Ja? Das fängt an bei der Ästhetik in der Wohnung und das geht auch dahin, dass ich sage, also jetzt, aber übermorgen müssen die Freunde mal kommen, weil sonst geht es ja gar nicht und so. Also das möchte ich schon gerne in so einem gewissen Rhythmus haben. Aber andererseits stelle ich fest, ich weiß nicht, ob es mit dem Buch zusammenhängt oder ob es sowieso in mir ist. Ich glaube sowieso, auch das Buch und auch so ein magischer Moment, das ist alles in uns. Ja? Also das ist alles, kommt dann nur irgendwie zum Vorschein. Aber ich glaube schon, dass ich so eine grundsätzliche Neugier und Lebenslust habe. Ja? Sonst wärst du ja nicht Journalistin geworden. Weil vielleicht, das, ja. Da muss man ja Interesse das, haben. Das ist mir irgendwie auch gegeben. Also, dass ich so Menschen frage, ich denke gerade dran, ich war vor ein paar Tagen in Nordrhein-Westfalen in einer Stadt unterwegs und ich habe so ein spannendes Gespräch mit dem Taxifahrer gehabt und der hat mir dann noch ein Video geschickt auf meine E-Mail und kurz drauf habe ich im Bahnhof da mit einer wunderbaren Sozialarbeiterin gesprochen, die mir erzählte, dass syrische Frauen viel interessierter sind als andere, die sie kennengelernt hat. Also ich komme gerne ins Gespräch mit Menschen und das ist irgendwie... Ja, ich habe mit der Philosophin Nathalie Knapp in meinem Buch auch gesprochen, eine wunderbare Frau, und die hat das genannt, ein Liebesspiel mit dem Leben, ja, und das finde ich so schön, da habe ich mich so wiedergefunden, ja, das Leben ist einfach so unglaublich spannend und man kann wirklich in einer Art Liebesspiel mit dem Leben eintreten, ja, was nicht heißt, dass alles toll ist und dass einem nichts widerfährt, was auch mal wirklich... dunkel ist, ja, aber dann gibt es ja immer noch die Krise als Sprungbrett. Genau. Mirlan, wie gehst du mit Krisen um? Nicht so gut, wie ich gerne würde. Das sage ich mal ganz ehrlich. Okay. Ja. Also es gibt für mich schon Krisen, wo ich auch manchmal mich so reingrabe und dann auch nicht so wirklich rausfinde und auch immer wieder so mich wiederhole, nicht im Selbstmitleid, das glaube ich, habe ich nicht, aber im Feststellen, da läuft was nicht gut oder das war nicht gut oder ich war nicht gut oder auch du warst nicht gut, auch gerne mal genommen. Ja? Also da bin ich, ich kann mich reingraben, aber ich komme auch wieder raus. Ja, das glaube ich. Wie ist es bei dir? Also ich mit Krisen, ich versuche jetzt, also früher war das gar nicht, früher waren alle anderen schuld. Ja. Das fand ich wahnsinnig praktisch. Ja. Ich bin in Ordnung und alle anderen sind schuld. Kenne ich auch. Das habe ich lange durchgehalten, bis ich gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht, vielleicht muss ich doch was ändern. Und dann habe ich angefangen, Krise wirklich als, warum passiert mir das? Was will mir das sagen? Genau. Und mit dieser Neugierde auf diese Krise zu gehen. Und auch immer mit diesem Gefühl, wo ist der Segen darin? Ja. Also was... Ich glaube ja, meine Seele bringt mich in diese Lebenssituation und möchte, dass ich da was draus erfahre. Yeah. Und ich bin so ein Aufräumer. Mhm. Ich will das dann auch aufräumen. Ich mag mein Leben entspannt haben und ich mag diesen Stress nicht, weil ich den von zu Hause kannte. Mhm. Das alkoholische Vater ist ja immer so ein bisschen Unsicherheit. Ja. Schwierige Energie, ja. Ja, und deshalb wollte ich das angenehm und ruhig zu Hause haben. Mhm. Und deshalb muss ich meine Sachen aufräumen, meine emotionalen, weil sonst ist es nicht angenehm und ruhig, weil sonst... Ja, ich habe ja für das Buch auch mit einem Krisenforscher gesprochen, ja, dem Professor Amine in Kiel. Und der hat mir was ganz Schlaues gesagt. Ich mag ja so kurze Sätze. Der sagte, nicht fragen, warum, sondern immer fragen, wozu ist mir das passiert. Ja. Und in dem Zu, finde ich auch, das habe ich mir so dazu gedacht, ist die Zukunft. Ja? Und in dem Moment, wo ich diese Frage anders stelle... Ja, warum ist mir das passiert? Da gibt es sowieso keine Antwort. Ja, aber wozu? Aha, da geht mir ein Licht auf, im besten Fall. Oder es geht mir morgen Licht auf oder übermorgen. Aber da ist eine Entwicklung möglich. Also ich mag die zwei Fragen. Ich mag die Warum-Frage schon gerne. Weil ich dann bei mir immer erkannt habe, dass ich Gewohnheiten habe, die unpraktisch waren. Mhm. Und die
nicht intelligent waren in einer Lebenssituation. Mhm. Und wenn ich das begreife, ah, das ist so und so passiert, weil ich da nicht die Wahrheit gesagt habe, weil ich da nicht aufgeräumt habe, dann kann ich zu dem, wo ist der Segen darin, also ah, erkenne ich das und das kann ich mir dann abgewöhnen. Mhm. Und dann eben versuchen, es eben nicht mehr zu machen. Aber das ist in dem Wozu ja ist drin. Ist auch drin, stimmt. Das, genau. das ist drin. Ja? Ja, ja. Ich meine eher dieses Warum, dieses Grübelnde, dieses... Ja, ja. Opfergefühl. Ja, ja, genau, ja, warum passiert ausgerechnet mir das? Ja, ja, ja. Ausgerechnet, warum denn ja. so? Ja? Aber wozu denn so, geht schon gar nicht. Ja, sondern, ja, und in dem Wozu, finde ich, liegt auch ein bisschen so die Erkenntnis, ja, weil ich das und das ändern soll. Mhm. Und ich glaube, es geht ja viel darum, auch aus dieser Opferrolle rauszukommen. Also ich nenne das auch das Zimmer des Selbstmitleids. Sondern, ja. dass man wirklich sagt, okay, das ist mir jetzt passiert, was lerne ich daraus, was kann ich damit anders machen? Und das willst du ja, soweit ich das auch sehe in deinem Buch, weil du erzählst sehr offen und sehr herzlich, nie mit erhobenem Zeigefinger, immer mit einem Gefühl von, das habe ich so gemacht, das hätte ich jetzt anders gemacht oder das habe ich so gelernt und das mache ich jetzt neu so. Also du nimmst einen schon mit in diese unterschiedlichen Welten, deine Innenwelten, was sehr schön ist. Ja, danke. Zum Thema Selbstliebe. Wann hast du gemerkt, dass da was hakt an der Selbstliebe? Gab es da so einen Moment? Das kann ich dir nicht so festmachen. Also es gab jetzt keinen Moment, wo ich gesagt hätte, oh, ich bin aber da wirklich sehr mit mir im Hader. Ja, das ist ein Grundgefühl und ich würde auch nie so weit gehen zu sagen, meine Selbstliebe ist so enorm, dass ich mich wirklich in jeder Facette annehme und vielleicht sogar großartig finde. Ja, so ist es nicht. Also, wobei ich auch finde, Selbstliebe integriert auch die Seiten, die ja, jetzt absolut. Mal nicht so dolle ja. sind. Ja, ja? Finde ich auch. Wer sich selber mag, muss jetzt nicht deswegen also ein allglatter, sozusagen getrimmter Seelenkörper sein, der sagt, ich bin in jeder Hinsicht irgendwie gut. Das ist ja Quatsch. Ja? Also ich mag auch die Seiten, wo ich manchmal ja, scheu bin, wo ich auch... vielleicht so eine gewisse Übergriffigkeit habe, so eine Dominanz habe, die ich nicht möchte. Aber wenn ich es dann halt mal, weil ich ja drüber sowieso schon nachdenke, dann erwischt es mich halt mal wieder. Es ist nicht so schlimm. Ja? Also Selbstliebe ist, glaube ich, auch einfach diese Form, sich mal irgendwie grundsätzlich anzunehmen. Hm. Ja? Wirklich so sagen, ja, mit allen... Facetten, oder? Ja, ja. Dafür sind wir ja Menschen. Ja, also, das ist ja klar. So. Also perfekt gibt es, also A, was ist perfekt? Und B, perfekt wäre dann auch etwas langweilig, glaube ich. Und wir haben nun mal Emotionen, die da mitkommen. Ja. Aber die magischen Momente, die, glaube ich, wirklich jeder in seinem Leben finden kann, die führen dazu, dass ich mir der Stärken, die ich habe, die unter Umständen aus kritischen Situationen oder auch aus Schwächen gewachsen sind, dass ich mir der bewusst werde. Ja? Weil ich habe in magischen Momenten eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und wenn ich mir diese Momente wieder ranhole und aus der Vergangenheit dann auch für die Zukunft Kraft schöpfe, das ist ein ganz spannender Prozess und das geht. Und das habe ich selber gespürt. Es hat mir so irre gut getan, diese Momente in mir ausfindig zu machen. Das war wirklich eine ganz, ganz spannende Reise. Und das möchte ich so gerne weitergeben. Ist mir so und das tust Herzen. Du ja. 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 Diese magischen Momente, das hat ja auch, du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass man dann auch Vertrauen in sein Leben hat. Ich glaube, je mehr wir erleben, dass es so magische Momente gibt, desto mehr vertrauen wir auch unserem Leben. Also dass selbst wenn es mal schwierig wird, finden wir irgendeine Lösung. Selbst wenn mal irgendwas passiert, gibt es eine Möglichkeit. Also ich merke, wenn in meinem Leben viel so magische Sachen passieren, fühle ich mich so aufgehoben in meinem Leben. Ja, es ist natürlich auch verbunden mit dem Bewusstsein, es gibt irgendwie auch noch ein bisschen was Größeres als dieses Thema, was ich jetzt gerade habe. Ja, ja. Ja? Ich
kann mich einbinden in etwas, was ein bisschen mehr ist als das, was gerade sichtbar ist. Und magische Momente sind ja diese Momente, wo man staunt, wo man innehält, wo man sich sagt, das ist jetzt nicht von dieser Welt. Also ich bin wirklich ein ganz bodenständiger Typ und ich habe immer auch wirklich in der Realität mich gut zurechtgefunden. Aber es gibt halt in meinem Leben Momente, wo ich sage, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Ja? Und das benutzen wir ja häufig. Wir sagen, Mensch, ich habe da einen getroffen, der hat mich magisch angezogen. Ja? Was ist das? Das sind immer diese Augenblicke, wo der Verstand keine Erklärung griffbereit hat. Ja? Meistens in der Liebe, dafür gehen wir auch ins Kino. Das gucken wir uns im Kino wahnsinnig gerne an. Aber im eigenen Leben haben wir Krisen, aber keine magischen Momente. Das ist leider häufig so. Und dabei könnten wir sie haben. Obwohl ich glaube, genauso wie du ja auch, wir haben die magischen Momente, wir nehmen sie auch noch manchmal nicht wahr als das, was sie eigentlich sind. Ja, es gehört ein bisschen auch, ich nenne es ganz vorsichtig, ein bisschen Training dazu. Mhm, ja. Glaube ich auch, ja. Es gehört dazu auch eine kleine Disziplin. Also ich habe ja mit verschiedenen eben Fachleuten auch gesprochen. Und wenn man sich zum Beispiel mal 5 Minuten am Tag hinsetzt und einfach Stille hält, ja, dann ist das schon mal, dann lässt man da Raum. Und es geht immer um Raum. Oder wenn man, was ich auch ganz spannend fand, Gedichte lesen. Ja? Mhm. Alleine in einem Gedicht, wenn es heißt, der Regen klopft an die Scheibe. Also Gedichte gehen ja mit Sprache sehr fein um. Der Regen klopft an die Scheibe. Wenn ich das lese und wenn ich das aufmerksam lese, dann regnet es nicht draußen, sondern dann klopft der Regen an die Scheibe. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Ja. Und so kann man also über viele Momente, also man kann versuchen, sich Raum zu geben, Ruhe zu geben, man kann Aufmerksamkeit üben und so entstehen dann diese Räume auch für den Moment, wo ich sage, das gibt's ja gar nicht, das ist ja Wahnsinn und die mein Leben dann ändern. Ne? Wir haben ja, man kann ja Fragen stellen, wir haben jetzt hier ein paar reinbekommen. Jetzt schauen wir doch mal. Was, wenn die Intuition in absoluter Stresszeit nicht mehr mit mir spricht, weil mein Kopf voller Sorgen und Ängste ist, fragt Karin. Was würdest du da vorschlagen? Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, gerade in unseren sozusagen herausfordernden Zeiten, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe da auch mit einem Hirnforscher gesprochen, der hat ganz interessantes Bild. Das Hirn ist wie ein, man muss sich es vorstellen, wie ein Gedankenteich, der total aufgewühlt ist, ja? Weil wir so viele Eindrücke am Tag und in der Woche und überhaupt verarbeiten müssen. Wirft man einen Stein, also eine Idee, in diesen Teich, der aufgewühlt ist, wird der Stein keine Wellen machen, weil sowieso so viele Wellen da sind. Ist der Teich ruhig, macht ein Stein schöne, gleichmäßige Wellen. Wir müssen also versuchen, unser Gehirn, unseren Gedankenteich im Gehirn ruhig zu bekommen. Und da genau ist dieser Moment, sich 5 Minuten am Tag hinsetzen, Stille zu üben. Ich will gar nicht sagen, zu meditieren, weil das kann ich selber nur innerhalb des Yoga und da bin ich gar nicht so Experte. Aber Ruhe zu geben, Ruhe zu geben, immer wieder sich ganz bewusst eben rauszunehmen. Und ich glaube, das kann jeder, auch wenn es noch so stressig ist. 5 Minuten am Tag schafft jeder, das macht mir keiner, weiß, dass er das nicht kann. Und dann mal gucken, was kommt. Dann kann es ja sein, dass ich dann mir sage, nee, 5 Minuten reichen mir nicht, ich brauche 10 Minuten am Tag. Ja? Wer weiß, und die habe ich auch, ganz ehrlich. Nee, ich liebe ja die magischen 20 Minuten, weil ich meditiere zweimal am Tag 20 Minuten. Also ich finde, 20 Minuten ist immer eine sehr praktische Zeit. Und ich glaube auch, was auch hilft bei manchen Leuten, und das, Karin, das können Sie ja mal schauen, ist auch Sport. Weil Adrenalin ja im Kopf hochgeht und je mehr man sich bewegt, je mehr man rausgeht, je mehr man frische Luft, Spaziergang, Badewanne, Dusche, all diese Dinge, die einen wirklich körperlich berühren. Also man muss was mit dem Körper machen, nur also dieses, wenn zu viel Adrenalin drin ist, dann hilft es manchmal, wenn es weggeht. Und was mir auch eingeleuchtet hat, sich Raum dazwischen nehmen. Zwischenraum ist sowieso so ein ganz tolles Wort.
Raum zwischen Terminen, aber auch Raum zwischen Menschen. Ja. Zwischen mir und meinem Partner, zwischen mir und meinen Kindern, zwischen mir und meinen Freunden. Nicht kleben, kletten und einfach mal auch auf sich selber einen Moment zurückgehen. Das mag im ersten Moment ein bisschen beängstigen, aber es ist unerlässlich, um in die Stille zu kommen und in die, so diesen Trubel im Kopf auszuschalten. Um wieder offen zu werden für Neues. Ja. Ja. Ich glaube, auch Selbstliebe ist ganz wichtig, dass man mit sich selber auch alleine sein kann. Ja. Wenn ich mit mir selber nicht alleine sein kann, dann, ich bin mir beste Freundin. Ja. Und wenn ich mir nicht beste Freundin sein kann und nicht mit mir alleine Zeit verbringen will, weil ich so viel Input von außen dauernd brauche, dann komme ich auch nicht zur Ruhe. Dann bin ich auch erschöpft, weil es ist einfach zu anstrengend dann. Absolut. Mhm. Wie viel Zeit alleine brauchst du? Also gerne eine Stunde am Tag, ja. Also ich komme alleine ganz gut klar. Mhm. Und ich merke auch, also ich gehe ja regelmäßig zum Yoga, das ist mein Alleinsein. Ich nehme in der Yoga-Gruppe, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich nehme wirklich niemanden wahr. Ich kenne die und ich sage auch Hallo, ich bin nicht unhöflich. Ja, natürlich. Aber ich bin dann, und das ist ja auch eine interessante Erfahrung, dann sitzt man da auf seiner Matte und am Anfang denkst du ja, dann legt sich die andere gleich da daneben, ist mir viel zu eng und so. Und dann geht es los, die Stunde. Und plötzlich merkst du gar nicht mehr, dass da jemand ist, weil du so mit dir selber bist. Ja, es ist völlig unwichtig, ob die 10 Zentimeter näher neben dir liegt oder weiter weg. Das ist egal, weil es geht um dich selber. Und das ist also, ja, das brauche ich sehr. Du hast ja mal den schönen Satz gesagt, den ich sehr lustig finde, wie dich dein jetziger Mann gefragt hat, wo wohnen Sie eigentlich oder wo sind Sie zu Hause? Hast du gesagt, auf meiner Yogamatte. Das ist ja super schön. Ja, da bin ich gependelt zwischen Hamburg und München beruflich. Alle 2 Wochen München, alle 2 Wochen Hamburg. Und da war wirklich dieses Gefühl, wenn die Matte nicht da wäre, wo wäre ich dann? Ja, sicher nicht in meinem Apartment, aber auch nicht mehr wirklich in München. Also komisch. Ja, aber du warst eben auch bewusst auf deiner Matte. Also dann bist du ja zu Hause. Je bewusster wir sind, desto mehr sind wir zu Hause. Ja. Cindy fragt, wie lernt man das Erleben wieder? Also ganz praktisches Beispiel, sage ich jetzt mal, bei mir war es zum Beispiel so, ich kann es nicht grundsätzlich sagen, ja, aber einfach die Offenheit fürs Leben, dieser Spürsinn, den Spürsinn wieder schulen. Mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich war beim Friseur und fahre nach dem Friseur mit dem Fahrrad nach Hause und es fängt an zu regnen. Ja, da kann man nun irgendwie sagen, oh, alles umsonst, ja. Oder man sagt, ja, hey, ich habe auch so ein Plakat gelesen, in dem ich, also das ist jetzt auf Englisch, ist ein bisschen schwierig, aber some feel the rain, others just get wet. Also einige fühlen den Regen, andere werden nur nass. Und das hatte ich in dem Moment gelesen und plötzlich dachte ich mir, stimmt, den Regen fühlen, warum denn nicht? Und ich bin nach Hause geradelt und es war mir plötzlich egal, ja, was da mit den Haaren passiert. Ich habe diesen feinen Hamburger Nieselregen, der auch nicht so kalt war, im Gesicht genossen. Und gut für die Haut. Gut, daran habe ich auch gedacht, ja, weil meine Großmutter hatte mir gesagt, die Engländerinnen haben so eine schöne Haut und da ist eben dieser Nebel, ja. Ja, den haben wir in Hamburg auch. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, hey, das ist ja echt super. Ich wollte dann noch mal eine Runde drehen. Ich musste dann aber irgendwie nach Hause. Aber ich wäre am liebsten noch mal um die Alster gefahren. So schön war das. Und ich glaube, sich einfach öffnen und nicht, also nichts ist schlimmer als die Schublade. Ja, und dieses kenne ich ja schon und weiß ich sowieso, wie das ausgeht. Und so eine etwas meckerige Grundhaltung mit Schubladen, sondern sich einfach mal überraschen lassen. Mhm. Und dann kommt das Leben. Mhm, was auch hilft, ich mache gerade eine Rhythmustrainer-Ausbildung, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich singe viel und habe mir vor 1,5 Jahren gemerkt, irgendwie muss ich mich mal mehr um Rhythmus kümmern. Du trommelst, ne? Ich trommel, ja. Und es ist sehr lustig, weil du natürlich eine Handkoordination, also Sachen lernst, die du da überhaupt nicht vorher nicht. Das stellt mir wahnsinnig schwer vor, ja. Ja, und es macht aber irrsinnig Spaß, weil du ich lerne ihr sehr, sehr gerne, aber da kommt man auch wieder in so ein Erleben, weil du etwas tust, das du nicht kennst, wo du wieder Schüler wirst, wo du wieder übst oder Tango tanzen oder was immer man macht. Ja. Auch so Sachen wieder, so Neuigkeiten auch zulassen ins Leben und nicht immer nur das Gleiche, was man schon kennt. Absolut, ja. Tango habe ich auch mal gemacht. Und, hat es dir Spaß gemacht? Das war völlig
Das war ganz speziell, weil ich konnte mich nicht führen lassen. Tango, finde ich, ist eine ganz spezielle Sache. Tango, das führt jetzt ein bisschen weg, aber ich konnte mich von den Männern, mit denen ich Tango getanzt habe, nicht führen lassen. Das war schwierig. Tango sagt sehr viel über die Beziehung aus und über die vielleicht auch Mann, Frau, über die eigene Wahl. Es ist ganz spannend. Ja. Ganz also spannend. Es hat mir sehr geholfen, weil ich über diese, auch über diese Führungsschiene war bei mir auch ein bisschen schwierig. Weil ich, wenn ich mir denke, der weiß nicht, was er tut, dann latsche ich los und mache das dann selber. Genau, und exakt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss das lernen. Und ich habe aber auch gemerkt, ich habe das Tango-Tanzen dann wieder aufgegeben. Weil wenn du mit einem Mann tanzt, mit dem du gut tanzt, ist das wirklich wunderschön. Wenn du aber mit jemandem tanzt, mit dem du nicht gut tanzt, ist es die Hölle. Ja. Und du hast einfach von, wenn du dann Tango tanzen gehst, 8-mal Hölle, 1-mal gut, und das war mir einfach zu wenig. Das habe ich gedacht. Nee, aber das ist auch was zum Erleben, auf jeden Fall eine gute. Absolut, also es ist eine unglaubliche Erfahrung. Wäre jetzt neugierig, wenn du jetzt mit deinem jetzigen Mann Tango tanzen anfangen würdest, was da passieren würde? Das wäre spannend. Mhm. Das wäre spannend. Ich glaube, es wird wunderschön. Ja, probier's mal. Nele fragt, gibt es Übungen, die man machen kann, um offen zu sein für magische Momente? Ja, ich sagte das ja schon, dieses sich etwas mehr, also zum Beispiel auch ein sehr schöner Weg ist, einfach mal in die Natur zu gehen und zu staunen, was es in der Natur alles zu sehen gibt. Ja? Oder auch, wenn es warm ist im Sommer, dieses Eintauchen ins Wasser, in einen See, sich mal öffnen und wirklich hineinbegeben. Da begibt man sich ja beim Schwimmen wirklich in die Natur. Ja? Dieses Wasser zu spüren, ob es jetzt im Meer ist oder in einem See ist. Eintauchen und in diesem Gefühl, ich bin ein Teil von was Größerem. Das kann man, glaube ich, wirklich lernen und das bindet mich ein oder bindet einen ein. Man ist plötzlich auch nicht mehr so wichtig. Das ist auch ein gutes Gefühl. Und überhaupt, also Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Respekt, Höflichkeit, eine sicher positive Grundhaltung zum Leben. Es muss nicht immer das Liebesspiel sein mit dem Leben, aber es ist der schönste Ausdruck dafür. Ja. Es ist aber so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk zu leben. Und ich glaube, darüber immer mal wieder dankbar zu sein. Mhm. Ja. Also Dankbarkeit, Demut. Ich will jetzt hier nicht pathetisch werden, aber das sind Werte. Ach, das nicht. Sind Werte, die wirklich, die so viel für einen selber bringen. Ja? Es sind ja keine hohlen Phrasen und nichts aus der Kirche, sondern es ist wirklich etwas, ein unglaublicher Gewinn für mein eigenes Leben. Und dann mal ein Gedicht lesen. Ich glaube ja auch nicht, dass man die magischen Momente, also das, was du beschreibst, ist wunderbar und es geht um aufmerksam sein und das Leben genießen, aber die magischen Momente, die du in deinem Buch beschreibst, ist ja nicht etwas, was man mit der Persönlichkeit herholen kann, sondern das sind Dinge, die dann, ich sag jetzt mal in meinem Verhältnis jetzt auf Seelenebene passieren. Irgendwas kommt da tief hoch, also das kann man nicht trainieren im Nein. Sinne von, ich hätte jetzt mehr magische Momente und deshalb mache ich das jetzt so? Nein, also die kann man sich nicht herzaubern. Nee, also das passiert. Dann, das passiert durch eine Offenheit. Und das passiert auch nicht sozusagen auf Knopfdruck. Ja? Genau. Es passiert. Ja. Also ich hatte einen magischen Moment, als ich plötzlich merkte, meine Tochter ist erwachsen. Da kann man jetzt auch sagen, ja, wieso, die ist doch 21, die soll längst erwachsen. Ja, sie ist längst erwachsen, aber in meinem Empfinden war sie es nicht. Und ich war sehr überbeschützend und sehr auch wieder vielleicht dominant und habe plötzlich einen Moment gehabt in einer Minisekunde, wo ich merkte, hey, die ist erwachsen und geh mal zurück in die zweite Reihe und mach nicht immer den Schal um den Hals bei ihr, sondern lass sie mal selber auch ohne Schal losgehen. Ja? Und auch wenn sie sich erkältet, dann ist es ihr Leben. Also sage ich jetzt mal nur so, aber so, dass so ein Moment war das. Und es gibt ja wirklich vieles, was sich öffnet, wenn man ein bisschen aufmerksam ist.
Carla fragt, wie gehe ich mit negativen magischen Momenten meines Lebens um? Ja, also was ist negativ? Ich bin ja jetzt hier auch kein Orakel. Also wenn jemand wirklich eine schreckliche Diagnose oder irgendeine eine lebensentscheidende Situation hat, ja, um Himmels Willen, das kann ich nicht beurteilen. Ja? Was man da macht, das würde ich mir anmaßen, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also es geht nicht. Aber wenn es eine Krise ist, die im Rahmen sozusagen des Lebens, des täglichen Lebens passiert, dann würde ich eben wieder sagen, wozu statt warum? Mhm. Ich bleibe ja dabei. Ja? Wozu? Meine Yoga-Lehrerin sagte mir neulich, wir können nie verlieren. Wir können immer nur gewinnen, weil wir entwickeln uns. Und das ist der Sinn des Lebens, dass wir uns entwickeln. Es wäre doch furchtbar, wenn wir sagen würden, der Tag morgen ist garantiert genauso wie der heute. Mhm. Es wäre entsetzliche Vorstellung. Ja? Oder ich lebe in 2 Jahren noch so, wie ich heute lebe. Nein, es geht ja gar nicht. Wir können ja sowieso nichts machen, außer uns verändern. Mhm. Ja? Und dann denke ich, wenn es negativ ist, was ist negativ? Vielleicht ist es gar nicht negativ. Vielleicht ist es die Wurzel für was ganz, ganz Tolles. Aber wie gesagt, es gibt sicher Situationen, und über die möchte ich auch gar nicht sprechen, wo man wirklich zunächst mal einfach keinen Ausweg sieht oder sehr zerstört ist. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist in jedem Leben gibt es Momente, die tragisch sind, anstrengend sind, mühsam sind. Und dann, glaube ich, ist es eben die Frage, wie wir damit umgehen. Und man merkt ja immer, also in meinem Leben war das so, dass ich in den Situationen immer besser gelernt habe, umzugehen. Also das ist ja der Vorteil am Alter, dass du hast es dann schon 10-mal probiert, beim 11. Mal merkst du dann, okay, ich muss jetzt vielleicht was anderes machen, weil die anderen 10-mal hat das nicht geklappt. Mhm. Und dann, das finde ich auch das Schöne am Älterwerden, dass du einfach gelassener auf diese Situationen blicken kannst und sagen kannst, okay. Das sieht jetzt so aus. Damit gehe ich jetzt so um. Oder rebellischer wirst auch, ja? Mhm. Also du möchtest nicht, dass dein Leben negativ beeinflusst wird. Also so war das bei mir. Ich war arbeitslos und in einer wirklich ganz schwierigen Phase meines Lebens vor 15 Jahren oder guten 10 Jahren. Und da ist mir das ist auch einer meiner magischen Momente, Entschuldigung, ist mir eine Frau begegnet, die dann auch noch mich wirklich, also ich kannte sie nicht, eine fremde Frau, die dann zu mir sagte, ich hasse sie eingebildete Prinzessin auf einem Feldweg. Die ist dir beim Hundespaziergang immer entgegengekommen. Und das war in einer Zeit, wo ich selber auch wahrscheinlich was ganz Negatives ausgestrahlt habe, weil ich wirklich auch verzweifelt war. Mhm. Ja. Und an irgendeinem Punkt auf diesem Feldweg habe ich gemerkt, nein, ich will mich nicht so ansprechen lassen und ich will diese Energie nicht und ich will Kraft in mein Leben holen. Und da ist mir auch was passiert, das steht dann auch in meinem Buch. Also ich glaube auch, man wird rebellischer und sagt, nein, so nicht. Das ist mein eines kostbares Leben und ich will das nicht verhunzen lassen. Von mir nicht und von anderen auch nicht. Mhm. Ich glaube, es ist schon wichtig, es hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, auch schon Grenzen zu setzen und auch Nein zu sagen. Also nicht immer alles hinzunehmen, weil viele Leute ja das Gefühl haben, ja, wenn ich Liebe bedeutet wirklich, da gibt es ja diesen Satz, da denke ich immer, weiß nicht, ob Liebe heißt, dass man sich nie, never to say I'm sorry, Liebe heißt, dass man sich nie entschuldigen muss, denke ich mal, so ein Schmarrn. Ja. Also natürlich muss man sich entschuldigen, wenn man irgendwie etwas Schreckliches angestellt hat. Selbstverständlich, was ist denn das für eine Art Liebe, wenn man einfach so den anderen so behandelt, als wäre das unwichtig, ob der jetzt ein Schmerz ist. Ich wollte gerade sagen, so eine Gleichgültigkeit. Ja, genau. Ja, das ist nein, absolut nicht. Ja. Nein. Sondern ich finde, Liebe bedeutet ja auch, dass man eben mal Nein sagt und Nein sagt. Nein, oder Grenzen setzt oder sagt, oder Freundschaften auch manchmal aufgibt, hast du ja auch beschrieben, ja. Dass man auch mal aufräumt im Garten seiner Beziehungen und sagt, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend mit den Leuten, ich muss mir das jetzt einen anderen Weg suchen. Ja, ich finde, du hast das sehr schön beschrieben, du sprichst von ungesunden Beziehungen, ja, oder auch sogar ungesunden Freundschaften. Ja, habe ich auch erlebt.
Ja, ich habe eine Freundin, die ist für mich nicht gesund. Das weiß ich, das wusste ich auch schon lange. Nur bis ich die Entscheidung getroffen habe, mal zu sagen, nein, wow, das hat gedauert. Ja. Es ist für uns Frauen, glaube ich, sowieso besonders schwer. Also eine ganz, ich glaube, Männer können das besser. Die sagen schneller nein. Ja, die haben so eine gewisse, also bei mir war es oft so, dass ich so versucht habe, dann noch so ein, ach, müssen wir wirklich dahin, können wir denn nicht heute mal woanders hingehen? Und jemand anders versteht das nicht als nein, der versteht es als, naja, sie hat sich noch nicht entschieden, vielleicht nicht. Also ich musste wirklich lernen, sagen, nein, ich will da nicht hin, nein, das ist mir nicht recht, nein, das will ich nicht machen. Mhm. Um da wirklich, und wie ich das gelernt habe, war ich erstaunt, wie gut das ging. Ja. Ja, ja. Also wenn du einmal Nein sagst, das verstehen die Leute, die begreifen das. Ja, man muss sich nur trauen. Ja, also, aber mein Rumwusel. Ich bin auch noch kein großer Meister, also da gibt es noch viel zu tun. Wo hast du denn so eine Selbstliebe-Baustelle, wo du sagst, also da muss ich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinlegen? Ich kann schlecht mit Zurückweisung umgehen. Mhm. Also Zurückweisung ist für mich irgendwie eine sehr heikle Angelegenheit und was ich dann tue, ist, dass ich dann besonders freundlich, besonders irgendwie auch strahlend fast bin und da irgendwas so überspiele, was aber eigentlich in mir so ein Auer ist. Ja, das ist jetzt sehr persönlich, was ich sage, aber das. Du hast ein persönliches Buch geschrieben, was meinst du? Das heißt aber nicht, dass ich in jeder Sekunde dazu stehe. Wow. So, okay, verstehe. Nein, aber das ist sicherlich so ein Punkt, wo ich noch was lernen kann, auch Zurückweisungen nicht als das Ende von allem zu betrachten, sondern das passiert auch im Leben. Ja. Und da muss ich nicht drüber wegstrahlen, sondern kann auch mal mich kurz in mein Kämmerchen zurückziehen und sagen, oh, das tat jetzt weh. Ja. Bist du auch so jemand, der sagt, weißt du, 100 Leute sagen, das ist toll und einer sagt, das war nicht so toll und der eine hängt dir danach? Absolut. Ja, ja. Absolut, ja. Ja, ja, ganz, also nur der. Es gibt dann nur noch den. Ich weiß, oder? Okay. Ich weiß auch nicht, ob man sich das jemals abgewöhnt, so richtig? Ich meine, wir sind noch nicht tot, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wollte gerade sagen, ist die Frage, wie viel wir noch haben, ja. Aber ich weiß es. Doch, ich möchte es mir abgewöhnen, auf jeden Fall. Ja, dass ich so in dem und dass ich mich auch da überraschen lasse, ja, und sage, ich denke oft, also über mich wird dann geredet oder fühle mich auch mal verfolgt oder ich glaube, du hast das bei dir auch geschrieben, ja, dass man sich so immer in die Verteidigung gibt, weil und man ist überhaupt nicht so wichtig. Mhm. Ja, also auch das, ja, sich nicht so wichtig nehmen, also oh Gott, es gibt so viele Themen, aber das macht ja das Leben so spannend. Ja, ich glaube auch. Es ist ja, ich meine, wir haben ja noch Zeit, ich glaube ja, solange man lebt, hat man noch was zu lernen und wenn es dann vorbei ist, dann ist es vorbei. Ja. Aber bis dahin gibt es einiges. Ich habe zum Beispiel bei mir in Selbstliebe, merke ich, dass ich immer noch zu viel machen muss. Mhm. Also mein Wert, es ist schon besser geworden, aber es ist immer noch nicht ganz ideal. Der Wert liegt daran, wie viel ich geschafft habe und wie viel ich gemacht habe. Mhm. Also auf der Couch zu liegen und zu lesen, also nur wenn es jetzt irgendwie beruflich ist, dann geht es ja noch, aber nur einfach so, womöglich noch meine wunderbare Perle, die Jasna, die einmal die Woche kommt, womöglich noch aufräumt und ich sitze dann irgendwo rum, das geht ja irgendwie gar nicht. Also da merke ich, also ich mache es da trotzdem, aber diese Stimme da hinten, die dann so nagt und meint, also mach doch mal und sitz hier nicht so rum. Also das hätte ich schon gerne noch irgendwie gelöst. Ich denke mir dann, es gibt so viele Leute, die genießen das Faulsein so richtig. Leistung. Ja, und ich habe das nicht so ganz. Nee, habe ich auch nicht. Ja. Habe ich auch nicht, aber es wird besser. Ja, das stimmt. Und ich fange auch an, aber ich meine, mein Gott, ja, hey, ich bin jetzt gerade 64 geworden, ich meine, irgendwann muss ja auch mal kommen, ja, dass man dann nicht immer auf diese Schiene geht, aber es wird, also ich gestatte mir jetzt schon mal so Räume, wo ich mir sage, ich mach mal ein bisschen langsamer, ja, aber es könnte noch besser werden, das ist schon so. Also die Definition über Leistung ist bei mir ganz stark, war immer so. Ja. Ja. Huh.
Ja, auch so, dass man das, was wert ist, nur wenn man was macht. Ja, ja. Das war so dieses. Genau, das ist aber auch die Erziehung natürlich, ja. Also ganz klar an der Leistung gemessen werden. Mhm. Und wobei das also für meine Eltern nicht zutraf, ich brauchte jetzt keine Einser in der Schule schreiben, das war nicht so. Aber der ganze, sag ich mal, Familienmythos war der einer Leistungsfamilie, ganz klar. Ja. Frauen waren ein bisschen mehr ausgenommen als Männer, aber ungeschriebenes Gesetz war, du musst was leisten im Leben, das ist ganz klar. Und was Leistung ist, bestimmen die anderen, nicht ich selber. Ich könnte ja auch sagen, es ist echt eine Leistung, mal ein Buch, was mich interessiert, an einem Nachmittag zu lesen. Mhm. Ist doch eine tolle Leistung für mich selber, ja? Für mein Inneres, für mein Weiterkommen, für eine Erkenntnis und so weiter. Aber das gestattet man sich ja nicht. Oder es ist auch mal toll, sich, was weiß ich, von irgendeinem Modeheft am Nachmittag inspirieren zu lassen, ja? Und dann zu wissen, am nächsten Tag gehe ich und kaufe mir, was weiß ich, diesen karierten Rock und sehe super aus. Ist doch auch schön, ja? Ja? Aber nee. Also, ja, das ist auch das Spielerische, das Kindliche, das einfach sich dem Druck auch ein bisschen zu entziehen und mehr Spaß zu haben. Ich glaube, das üben wir jetzt alle gemeinsam. Alle, die wir hier sind, üben wir das mal. Die Lisa hat geschrieben, sie hat das Buch gelesen und sie wollte dich fragen, welcher Prominente hat dich besonders beeindruckt? Du hast der Prominente nach den magischen Momenten gefragt. Also, das ist sehr schwer, da jetzt eine Auswahl, weil ich habe wunderbare Menschen für mein Buch gefunden, die ich zum Teil kannte aus der Zeit, wo ich die Titelbilder mit ihnen produziert habe als Chefredakteurin. Zum Teil aber auch, gebe ich auch zu, durch die NDR Talkshow und meinen Mann, klar. Mhm. Aber Marianne Sägebrecht. Ja. Marianne Sägebrecht würde ich jetzt mal, es gebührt ihr auch, sie ist auch die älteste der Damen und Herren der Prominenten, die ich befragt habe. Marianne Sägebrecht ist eine ganz wunderbare Künstlerin, Schauspielerin. Ja, Seele. Auch Seele. Ich wollte nur dazu sagen, für die ja, sie nicht Schauspielerin, kennen sollten. Künstlerin, Out of Rosenheim, ihr Anfangserfolg, aber viel mehr als das, ist eine ganz wunderbare Frau, die eine, glaube ich, ganz innige Beziehung zu sich selber hat und auch zu ihrer Tochter, über die sie auch schreibt in dem Buch von mir. Und das ist eine Frau, die mir sehr, sehr nah ist, obwohl ich sie kaum kenne. Also ich habe sie zweimal getroffen und sie ist mir sehr nah. Das ist schön. Ich habe noch, Judith schreibt, könnte man die magischen Momente mit einem Seelenplan vergleichen, der einen an die eigentlichen Aufgaben des Lebens erinnert? Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Judith, finde ich großartig, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber ich habe sie immer so als Geländer gesehen für mich, um meine Persönlichkeit zu erkennen und das zu erkennen, wohin es mich führt. Aber als Seelenplan, das finde ich sehr interessant. Ich denke wirklich sehr gerne drüber nach und danke für die Anregung. Ja, finde ich auch. Das ist ein schöner. Sehr schön. Sache. Ja, glaube ich auch. Hat jeder wirklich magische Momente, meint, fragt Johanna? Ich bin sicher. Also ich bin ganz sicher, dass jeder, der lebt, der staunen kann, der, wie die Buddhisten sagen, Anfängergeist hat, also sich nicht in die Schublade begibt, sondern sich frei macht, auch mal das Ruder rumzureißen, sein Leben neu aufzustellen und anderes auch mal loszulassen. Jeder von uns kann das. Und das ist Leben, das ist Lebendigkeit, das ist Berührbarkeit. Darum geht es mir ja auch, um an die eigene Lebendigkeit zu kommen und nicht sozusagen im Tunnel durchs Leben zu schießen. Ja. Und dann am Schluss sagen, oh Gott, womit habe ich eigentlich meine Zeit verbracht? Ja, kennst du diesen Spruch? Ich möchte nicht, dass auf meinem Grabstein steht, ach, hätte ich doch nur mehr Zeit im Büro verbracht. Ja. Ja. Oder auch nicht so, warum? Auf keinem Grabstein steht, hätte ich dann nur, ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, natürlich nicht. Es gibt ja auch dieses wunderbare Buch, 10 Dinge, die Sterbende bereuen, und von Bronnie Ware, glaube ich.
Und was ich ganz schön fand, ist auch ein Spruch von Hilde Domin, einer Dichterin, die hat geschrieben, und das steht auf ihrem Grabstein, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und das ist doch ganz toll. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und das möchte ich. Ich möchte meinen Fuß noch oft in die Luft setzen und erfahren, dass die Luft mich trägt, dass das Leben mich trägt. Ja. Ich glaube, einen schöneren Schlusssatz gibt es nicht. Sind wir schon am Ende? Wir sind schon am Ende. Das ging schnell. Dorothee Röhrig, ein wirklich tolles Buch. Ich kann es von Herzen empfehlen. Also wie gesagt, es ist sehr inspirierend. Es gibt viel zu lesen, viele Dinge, die Sie auch sich anmerken können. Und wenn wir die Möglichkeit haben, wirklich darüber nachzudenken, welchen Zauber wir in unserem Leben haben, dann ist es natürlich auch ein sehr viel spannenderes Leben. Und mit mehr Zauber entsteht auch ein bisschen mehr Selbstliebe. Ich wollte noch natürlich gerne noch sagen, für nächsten Dienstag kommt Eva Maria und Wolfram Zuhast, wunderbare Autoren, die sich auch mit Selbstliebe sehr viel beschäftigen. Eva hat damals das Buch geschrieben, Liebe dich selbst. Dann ist egal, wen du heiratest. Und da gibt es jetzt auch ein neues Werk dazu, nämlich ein Buch, um sich wirklich das auch nochmal auszuüben, was man dann so damals auch gelesen hat. Freue ich mich sehr, dass die beiden da sind und wir sehen uns dann wieder nächsten Dienstag um 19 Uhr. Und Dorothee, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr. Ich fand das ganz toll. Vielen Dank.